Guten Abend. Schön, dass ihr alle hier beim Webmontag seid. Ich finde es klasse, dass es das in Offenbach jetzt auch gibt. Ich bin René, ich bin einer der Gründer von fastbill.com und wir sind als Unternehmen jetzt schon einige Zeit in Offenbach, in der Nähe vom Kaiserlei, und wir haben insbesondere drei wichtige Feststellungen gemacht oder Erfahrungen gesammelt, die ich mit euch mal ganz kurz teilen will. Zum einen, wir sind aus der Rhein-Main-Region und bieten halt eine Innovation an, die immer weiter sich verbreitet. Das ist quasi die Revolution in der Arbeit mit Papierkram. Gerade für kleine Unternehmen, die können mit Fastbill ihren Papierkram online erledigen, mobil, mit dem Team. Das ist eine Sache, das ist jetzt ein Riesentrend, der jetzt dadurch erwächst. Und ja, im Grunde, Fastbill ist ja direkt um die Ecke und arbeitet, also das größte Team, der größte Teil des Teams arbeitet hier um die Ecke. Zweites, wir stehen halt für Bootstrapping, wir haben keine großen Millionen, wir haben keine fetten Investoren an Bord, sondern wir machen alles mit unserem eigenen Geld, mit unserem Umsatz, und damit fahren wir extrem gut und sind vor allen Dingen frei und selbstbestimmt im täglichen Arbeiten. Wir können selbst entscheiden, in welche Richtung die Reise gehen soll. Also da stehen wir absolut dafür, Bootstrapping. Und das Dritte ist die Gründerszene. Wir sind da sehr aktiv und engagieren uns und profitieren davon. Der Austausch ist extrem wichtig. Junge Unternehmen denken viel darüber nach, was es Neues geben könnte, und haben viel Erfahrung, die wir auch teilen. Dementsprechend ist das eine sehr, sehr positive Erfahrung, die wir auch deutschlandweit gemacht haben. Aus dem Grund und natürlich auch, weil sich die Gelegenheit geboten hat, haben wir jetzt beschlossen, die ganze Büroetage, in der wir dort sitzen, das sind 400 Quadratmeter, zu einem Startup-Hub auszubauen oder anzubieten. Das heißt, da gibt es eine Reihe von Büros, die kann man als kleines Unternehmen mieten. Und ja, wir sind halt, oder wir erwarten und hoffen, dass mehrere Unternehmen da sich zusammenfinden und gerade im Bereich Web, Tech oder eben innovative Produkte, dass die da zusammenkommen und mit uns zusammen halt die Gründerszene ein Stück weit intensivieren und voneinander profitieren. Also heute ist sozusagen die Ankündigung dieser Startup-Hub. Der Name ist noch nicht ganz klar, wie das heißen soll. Der ist jetzt da, der kann jetzt bezogen werden. Es gibt eine ordentliche Internetanbindung, frisch renoviert. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Interesse habt, dass ihr uns ansprecht oder über unseren Twitter uns mentiont und diese Info einfach weitergibt. Alles klar, danke.